Einen wunderschönen guten Abend zu Empires and Puzzles mit Dave. Wir haben heute den ersten Turniertag und wieder eine Frage des Tages. Die Frage des Tages habe ich diesmal mir selber gestellt, aus dem einfachen Grund, jetzt muss ich fix schauen, genau, ab dem 13., das heißt übermorgen, geht das nächste Event los, der Grimwald. Und ich habe von einigen Bekannten gehört und einigen Freunden, die das Spiel auch spielen, wie macht man viele Punkte beim Turnier? Die sehen da nicht so ganz durch. Und um das jetzt ja, zu diskutieren, das würde zu weit ausufern für das kleine Turniervideo hier. Aber ich werde einen kleinen Hinweis geben, was man zur Vorbereitung machen kann oder machen sollte, wenn man wirklich auf die Punkte spielen will, dass man zumindest auf das Niveau der Truppenmünzen kommt, vielleicht auch auf das Niveau, wo die Heldenmünzen sind, also ich glaube Top 5% oder was das sind. Und dann, wenn das Turnier startet, versuche ich am ersten Tag ein How-to-Highscore im Turnier, im Event-Video zu machen und gehe dann auf die ganzen Sachen ein. Was natürlich wichtig ist, ist eine gewisse Vorbereitung und deswegen spoilere ich hier heute 2 Tage vorher rein. Was mache ich persönlich zur Vorbereitung, um bei dem Event viele Punkte zu holen? Und zwar geht es prinzipiell um die Produktion von Kampfgegenständen. Und zwar von den Pfeilangriffen hier würde ich sagen, braucht man 60 oder 70 zur Vorbereitung. Ein paar Mana-Tränke können nicht schaden, sind aber nicht essentiell. Dann Axtangriffe sollte man 70, 80 haben. Bombenangriffe 60, 70. Drachensturm 50, 60. Und Wirbelwind ungefähr 50. Ihr seht, ich habe nicht überall die Zahlen schon erreicht, die ich brauche, aber ich bin auf einem guten Weg und könnte das in den 2 Tagen, denke ich, noch hinbekommen. Beziehungsweise während des Turniers kann man ja auch ein bisschen nachproduzieren. Genau, wenn ihr euch jetzt fragt, warum zum Teufel diese Items, warum so viel, das kommt im Video, was ich übermorgen produzieren werde und so schnell wie möglich dann auch hochlade. Das wird so ein Bonus-Schulvideo sein, sage ich jetzt mal. Okay, dann gehen wir mal in Richtung Turnier jetzt erstmal. Genug gebrabbelt. Wir schauen und das ist mein Verteidigungsteam. Wir haben kein Gelb und wir haben Bonusbooster. Deswegen spiele ich Lila und mein stärkster Lila 4-Sterne-Held. Defensiv ist aktuell Rigard mit Abstand. Des Weiteren nehme ich noch Tiberius mit und weil das Bonusbooster ist, ich habe nicht so viel Auswahl bei buffgebenden 4-Sterne-Helden, die stark sind bei mir. Melindor, das Kostüm macht Verteidigung und Heilung überzeugt. Das sind Buffs. Das ist quasi mein Booster, mehr ist da nicht dabei. Und wir schauen mal, ob ich schon mal angegriffen wurde. Nee. Okay. Dann gehen wir mal in die Offensive. Und wir haben hier zweimal blau. Nicht nachvollziehbar, warum der Proteus nicht in der Mitte steht, wenn er schon nicht die Auswahl hat. Okay. Sonja-Kostüm, das heißt, macht die eigenen Buffs weg. Das ist ja nochmal dumm. Ach, Kollege, wie heißt der? Full Moon. Moon. Wir haben eine Moon bei uns in der Allianz, die wird ein bisschen traurig gucken, dass jemand ihren Namen so verunglimpft. Okay, grün, grün und ja, nee, nehmen wir nicht weitere Grüne mit. Was können wir denn doch? Wir nehmen weitere Grüne mit. Und ja, noch ein Death Down. Beziehungsweise habe ich. Ich nehme den Rigard mit. Ne, brauche ich das bei dem? Brauche ich das bei dem? Macht er irgendwelche Debuffs auf mich? Colin, ich würde doch den Rigard mitnehmen. Wenn der Colin wegen schlechter Steine zu früh durchkommt, bringt er mich komplett um. Das muss nicht sein. Ja, dreimal grün. Diamanten nehmen wir immer mit. Das ist ein lila Diamant.
Und jetzt kriegen wir langsam ein bisschen grün. So, jetzt haben wir zur Not unseren Colon. Kommt ein bisschen blau runter und das sollte jetzt schon mal gut für die Sonja sein. Jawohl. Dann. Colon hat noch nicht viel gefressen. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich hätte doch heilen sollen. Aber. Ja, der Bonusbooster haut ganz schön rein. Nicht so viel. Bitte mich nicht umbringen. Okay, da hat das Mana-Schild gewirkt. Zack. Jetzt machen wir das. Lila bringt ihn um. Und jetzt brauchen wir mal ein bisschen Blau ins Leere. Und dann gehen wir mal auf den guten Colon hier. Oder erstmal auf den bösen Proteus. So. Ja, oh je, jetzt sind die beiden in der Ecke aktiv. Das ist uncool. Aber die haben keine Buffs mehr. Deswegen machen sie auch nicht so viel Schaden, weil ich defensiv abhab von Melindor. Sehr schön. Na, lass meinen Rasselkopf in Frieden. Ganz brav. So, jetzt habe ich hier blau. Oder spielen wir noch mal ein bisschen. Ach, wir haben hier grün. Blau sollte reichen. Ja, na komm. Ganz schön wackelig fürs Erste. Aber weiter geht's. So, das ist, nenne ich mal, eine gescheite Verteidigung bei dem Turnier ohne Gelb. Tibertus. So, Catman, du darfst gehen. Wir spielen. Oder spielen wir? So. Rasselkopf dauert mir immer zu lange. So. Hopp oder top, hip oder hopp. Mono. Blau. Ein bisschen blau wäre schön. Na? Liebes Internet. Muss ich hier etwa auf Pause drücken? Vielen Dank, Kabel Deutschland. So, aber ihr seht, ich habe einen blauen Diamanten geschenkt bekommen. Und einen toten Tibertus und fast alles geladen. So, ich könnte noch einen grünen Diamanten spielen. Ich könnte wirklich den grünen Diamanten spielen. Krieg ein bisschen blau. Und was ist denn, welche Seite tut mir mehr weh? Die rechte. Okay, Buffs an. Zack. Boom. Bumm. Und rechts mache ich Steine. So, zack. Und nochmal. So sieht ein erfolgreiches Monoteam aus. Zack. So, jetzt rote Gegner wäre doch da. Das sieht schon gefährlicher aus. Monogrün in. In der Monoblau in drei Grün. Ach doch, klar. So, wir holen mal unsere Matches am schlauesten zusammen. Kommt hier noch mehr Blau? Jawohl, das war eins. Wir haben vier Steine. Das sind acht. Jetzt haben wir genug. Okay. Der Gegenschlag ist eigentlich das Schlimmste, was du mit Mono bekommen kannst. Deswegen Buff an, zack, zack, zack.
Machen wir das so. Und jetzt ghost mal links runter. Bitte nicht so viel dort rechts rein, das macht doch gar keinen Sinn. So. Muss ich jetzt wirklich nach rechts gehen? Das ist ja weniger schön. Ja gut, aber was machen die denn? Die können doch beide nichts. So. Jetzt kann ich wieder ein bisschen nach links wandern. Das ist sehr schön. Das reicht nämlich zum Sieg. Hat der wirklich schon zwei Tentakel in sich gegönnt? So. Wotnik? Jawohl. Starker Mann. Sehr schön. So. Haha. Okay. Hier gehe ich jetzt weg. Wir haben drei blaue und was wir gegnerisch entfernen müssen. Da ist der hier Pflicht. Zack. Zack. Muss aufpassen, dass ich trotzdem genug Power habe. Sturmfang oder die Brutus? Ich habe schon zwei Heiler dabei. Das Better für den Gegner, das Better für mich. Defensive Down zweimal. Oh, schade. Wir probieren mal was. Kommt hier nochmal grün? Natürlich nicht. Aber, okay, kurz überlegen. Drei grüne Matches? Jawohl. Schade, dass das vierte nicht kam. Natürlich ist er geladen. Nein! Okay, Gegenschlag entfernen. Noch keiner ist geladen. Wir können Tibotus aktivieren. Und die Seite ist wesentlich gefährlicher, meiner Meinung nach. Zack. Ja, soll er laden. Okay, dann. So, kommt ja was runter, was ich brauchen kann. Ja, klar. Los geht's. Das hat er überlebt. Ich bin überrascht. Okay, aber das überlebt er nicht mehr. So, zack, zack. Sehr schön. Zanubrio auch. Weg. Und jetzt schauen wir mal, was wir als letztes bekommen. Oh, da können wir blau spielen. Ah, oh, ist das schön. Ist das schön. Da freut man sich doch. Zack. Und die gute Sonja. Zack. Ich glaube, ich muss nochmal Pause drücken. Und weiter geht's. Ja, drei blaue auf den guten da in der Mitte. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Luck, dass hier was runterkommt. Sehr gut. Okay. Sumitomo kann den Gegenschlag anmachen. Was wollen wir? Wir wollen blau. Au! Ach, schade, dass der seinen Mist durchbekommen hat. Jetzt, oh. Okay, wenn ich überlebe, ich noch den Einzug? Nein, tue ich nicht. Ach.
16. Der hat mich kalt erwischt. Der Wilbur. Da war ich zu aggressiv. Ist ja Wahnsinn, ich lebe immer noch. Und nicht mehr. Okay, 4-1 am ersten Tag. Und ja, schauen wir mal, was in meiner 20er. Na klar, ein Gunner. Und Diamantkiste. Zack, zack. Mal schauen. Okay. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.